Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Serie Komplizierte C1 Grammatik einfach erklärt. Heute schauen wir uns das große C1 Thema Verbal- und Nominalstil an, und zwar bei Temporalsätzen. Los geht's! Zuerst schauen wir uns mal ganz kurz die Theorie an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Verbalstil und Nominalstil? Beim Verbalstil, und das sagt der Name schon, haben wir immer Verben. Dazu ist der Verbalstil meistens länger, aber dafür auch ein bisschen lebendiger. Er ist einfach zu verstehen, kommt in allen Textsorten vor und hat immer einen Nebensatz. Im Gegensatz dazu gibt es den Nominalstil, und auch hier verrät uns der Name schon, dass es hier um Nomen geht. Der Nominalstil ist meist kurz und knapp, ist aber in der Regel auch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Er kommt meistens nur in Fach- oder wissenschaftlichen Texten vor und besteht aus einem kompletten Hauptsatz. Das Wichtigste, was ihr euch hier von der Theorie merken solltet, ist, dass wir bei dem Verbalstil immer einen Konnektor brauchen, und dann haben wir logischerweise auch einen Nebensatz, und beim Nominalstil brauchen wir nur eine Präposition. Ich gebe euch am besten mal kurz ein Beispiel. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, fand ich schnell eine Anstellung. Das hier ist jetzt natürlich der Verbalstil. Ihr seht, das ist relativ lang und wir haben einen Nebensatz. Und am Ende von einem Nebensatz steht natürlich immer das Verb, deshalb Verbalstil. Wir können den gleichen Satz aber auch mit einem Hauptsatz ausdrücken, indem wir jetzt eine Präposition brauchen. Und das ist nicht irgendeine Präposition, sondern das ist eine Präposition, die den Konnektor nachdem repräsentiert. In diesem Fall für nachdem ist das die Präposition nach. Plus Dativ natürlich. So, was wir jetzt machen müssen, nachdem wir wissen, dass wir die Präposition nach brauchen, wir schauen uns nochmal den Verbalsatz an und schauen uns dort genau an, welches Verb benutzt wurde. In diesem Fall ist das das Verb im Infinitiv abschließen. Jetzt muss ich aus dem Verb abschließen ein Substantiv machen, ja, ein Nomen. Und hier gibt es in diesem Fall zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal einfach das Verb substantivieren, das ist dann abschließen, das abschließen. Es gibt aber auch, man könnte sagen, das Originalsubstantiv, und das ist der Abschluss. Folgender Satz wäre dann möglich. Nach dem Abschluss meines Studiums fand ich sofort eine Anstellung. Ich könnte auch sagen, nach meinem Studienabschluss fand ich sofort eine Anstellung. Das ist hier bei der Umwandlung vom Verbal- zum Nominalstil keine Mathematik. Es gibt hier oft viele Möglichkeiten, wie wir das machen können. Also, ihr habt das jetzt gesehen. Wenn wir den Konnektor nach dem haben, benutzen wir die Präposition nach. Dann schauen wir uns das Verb an abschließen und machen ein Substantiv daraus. Also nach dem Abschluss. Und dann kombinieren wir das in der Mitte mit Genitiv. Nach dem Abschluss meines Studiums. Und der Rest vom Satz ist dann genau gleich. Wenn ihr das jetzt noch nicht verstanden habt, kein Problem, wir machen gleich noch mehrere Beispiele. Wichtig ist, dass ihr wisst, dieser Nominalstil klingt viel, viel schöner als der Verbalstil. Das heißt, in der alltäglichen Kommunikation benutzen wir den relativ selten. Man kann es machen, aber bitte nicht so oft. Super ist dieser Stil aber im Schriftlichen. Das ist ein bisschen so wie Perfekt und Präteritum.
Wenn wir sprechen, benutzen wir Perfekt. Wenn wir schreiben, ist Präteritum schöner. Wenn wir sprechen, benutzen wir Verbalstil. Wenn wir schreiben, ist Nominalstil schöner. Schauen wir uns kurz nochmal an, wie wir aus Verben Substantive machen. Das ist glücklicherweise ganz einfach. Nehmen wir zum Beispiel Essen. Essen, das Essen. Putzen, das Putzen. Öffnen, das Öffnen. Spielen, das Spielen. Das heißt, wir können aus jedem Verb ganz einfach ein Substantiv machen, indem wir den Artikel das davor packen. Und es ist auch immer das. Natürlich ist es aber auch so wie bei dem Verb abschließen gerade. Man kann sagen abschließen, das abschließen. Aber es gibt hier manchmal auch noch eine Originalform und das ist der Abschluss. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr zwei Substantive. Und es ist egal, welches ihr wählt. Ich würde immer sagen, wenn es eine Originalform gibt, die ihr auch kennt, benutzt diese. Wenn nicht, benutzt einfach die Das-Variante. Schauen wir uns zum Beispiel noch das Verb starten an. Hier haben wir auch das Starten oder der Start. Dann benutzt ihr lieber der Start. Was nicht heißt, dass das Starten falsch ist. Das ist auch völlig okay. Oder zum Beispiel aufgehen, wie zum Beispiel die Sonne geht auf. Da haben wir auch das Aufgehen oder der Aufgang, sowie der Sonnenaufgang. Auch hier wären beide Varianten wieder total okay, aber der Aufgang klingt ein bisschen schöner. Gut, dann schauen wir uns jetzt an, welche Konnektoren mit welchen Präpositionen gehen. Einen haben wir schon, bei nachdem wissen wir, wir brauchen die Präposition nach. Bei seitdem ist das seit. Bei als ist das bei. Für bis brauchen wir bis zu. Für bevor vor. Und bei während bleibt das während. Das heißt, und das habe ich schon ein paar Mal erklärt, während kann ein Konnektor sein. Es kann aber auch eine Präposition sein, die Genitiv einleitet. Machen wir mal damit direkt ein Beispiel. Während ich koche, trinke ich einen Tee. Das ist jetzt relativ einfach. Wir haben hier das Verb kochen. Wir substantivieren das, das Kochen. Während geht mit Genitiv, also haben wir im Nominalstil während des Kochens trinke ich einen Tee. Und schon haben wir einen Satz vom Verbalstil in den Nominalstil umgewandelt. Das erste während ist dann natürlich ein Konnektor und das zweite während ist eine Präposition. Noch ein Beispiel. Während sie den Kuchen backt, ruft ihre Mutter an. Wie ist hier der Nominalstil? Wir haben wieder backen, also das Backen. Das heißt, während des Backens des Kuchens, zweimal Genitiv, rief ihre Mutter an. So, dann machen wir jetzt noch zu jedem Konnektor zwei Beispiele und dann kommt natürlich wieder eine schöne Übung für euch. Zwei Beispiele mit bevor. Bevor sie die Pflanzen goss, checkte sie das Wetter. Die Präposition, die wir jetzt brauchen, ist vor, also vor dem Gießen der Pflanzen checkte sie das Wetter. Zweites Beispiel. Bevor er das Auto startete, überprüfte er die Bremsen. Hier haben wir wieder das Verb starten, also wir wissen, das kann das starten oder der Start sein. Wir können beides nehmen. Ich gebe euch am besten mal beide Beispiele. Zuerst für das Starten. Vor dem Starten des Autos überprüfte er die Bremsen. Für der Start. Vor dem Start des Autos überprüfte er die Bremsen. Ihr seht also, es gibt hier kaum einen Unterschied. Beide Sätze sind total okay. Dann zwei Beispiele mit bis und die Präposition, falls ihr das vergessen habt, für den Konnektor bis ist bis zu. Bis der Regen begann,
arbeiteten sie im Garten. Wir haben hier also das Verb beginnen. Hier haben wir wieder zwei Optionen. Ich kann sagen das Beginnen oder der Beginn. Bis zum Beginn des Regens arbeiteten sie im Garten. Zweites Beispiel. Bis der Wecker klingelte, übte sie Klavier. Nominalstil. Bis zum Klingeln des Weckers übte sie Klavier. Dann kommen zwei Beispiele mit als, und für als brauchen wir die Präposition bei. Als er die Nachrichten hörte, war er total schockiert. Hören, das Hören, also beim Hören der Nachrichten war er total schockiert. Zweites Beispiel. Als sie das Buch las, Präteritum von lesen, fiel ihre Brille runter. Lesen, das Lesen, also beim Lesen des Buches fiel ihre Brille runter. Und die letzten zwei Beispiele mit dem Konnektor seitdem. Hier relativ einfach brauchen wir die Präposition seit. Seitdem ich den Job gewechselt habe, bin ich glücklicher. Seit geht mit Dativ, nicht vergessen. Wir haben jetzt wechseln, also das Wechseln, seit dem Wechseln des Jobs bin ich viel glücklicher. Hier könnte ich zum Beispiel auch sagen, seit dem Jobwechsel bin ich viel glücklicher. Ja, das heißt, wie ich euch am Anfang gesagt habe, das ist keine Mathematik. Wenn ihr einen Weg findet, das gut zu substantivieren, könnt ihr auch diesen Weg nehmen. Ja, das, was ich euch hier als Lösung gebe, ist nicht die einzige mögliche Lösung. Dann das letzte Beispiel, bevor die Übung für euch kommt. Seitdem ich Meditation praktiziere, bin ich viel ruhiger. Wir haben hier das Verb praktizieren, das Praktizieren, also seit dem Praktizieren der oder von Meditation bin ich viel ruhiger. Gut Leute, ich hoffe, das habt ihr dann soweit verstanden. Wir werden das jetzt überprüfen. Ihr bekommt jetzt 6 Sätze im Verbalstil und sollt diese dann im Nominalstil schreiben. Wie immer gibt es einen kleinen Countdown von 10 Sekunden. Wenn ihr mehr Zeit braucht, klickt einfach kurz auf Pause. Gut, ich hoffe dann, dass ihr damit keine großen Probleme hattet und jetzt seid ihr natürlich wieder dran.
Klick kurz auf Pause, geht runter in die Kommentare und schreibt drei schöne Beispiele. Also drei Sätze im Verbalstil, die ihr dann im Nominalstil schreibt. Wie immer schaue ich mir diese Sätze natürlich an, korrigiere sie für euch und gebe euch vielleicht auch ein paar kleine Tipps. Gut Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ihr wisst, das hilft meinem Kanal total weiter. Und wir sehen uns schon bald mit einem neuen Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.